Ich werde jetzt gleich, denke ich mal, eine kurze Pause machen und mir dann eben nochmal die anderen Videos angucken. Denn ich wollte, hier wollte ich gar nicht hin, ich wollte eigentlich nur nach vorne. Denn sonst komme ich nicht auf die Uhrzeiten. Wobei ich mir eigentlich sicher bin, dass es eine 23:35 Uhr war. Aber na gut, ich wollte jetzt erstmal was anderes versuchen. Und zwar mehr über Sam rausfinden. Macht er das? Ja, er macht es. Das ist sehr schön. Sie sind verbunden mit dem Jugendamt Abteilung Pflegekinder. Was kann ich für Sie tun? Ich suche nach Informationen über eine junge Frau, die früher bei Pflegeeltern untergebracht war. Sie müsste jetzt um die 23 sein. Und wer sind Sie? Mein Name ist Dr. David Stiles, Universität von Oxford. Wir überprüfen hin und wieder die Angaben unserer Studenten. Der Name der jungen Frau lautet Samantha Everett. In Ordnung. Einen Moment bitte. Ich habe Ihre Akte gefunden und kann Ihnen den Bericht über die letzte psychiatrische Untersuchung vorlesen. Der Tod von Samanthas Eltern bei einem Autounfall ereignete sich in einem kritischen Alter. Sam, damals 7 Jahre alt, weigerte sich, die Situation zu akzeptieren. Als sie vom Tod ihrer Eltern erfuhr, setzte sie sich in die Garage, um dort auf die Verstorbenen zu warten. Sie war so stur, dass der Polizist, der sie holen sollte, ihr den Finger gebrochen hat, als er sie hochheben wollte. Sie hatte übrigens immer überdurchschnittlich gute Schulnoten. Aber Sie sind wahrscheinlich selbst im Besitz dieser Unterlagen. Kann ich sonst noch irgendetwas für Sie tun? Ja, allerdings. Geben Sie nie wieder Informationen dieser Art am Telefon an einen Fremden weiter. Was haben Sie sich nur dabei gedacht? Das sind streng vertrauliche medizinische Angaben. Aber Sie haben doch gesagt... Da hätte jeder anrufen können. Vollidiot. Verdammt nochmal. Aber er hat ja recht. Ich habe auch gedacht, hä, die kann doch jetzt hier nicht alles ausplaudern. Okay, aber genau das wollte ich nämlich da nochmal anrufen. Ich versuch's jetzt nochmal mit der Mrs. Dalton. Und wenn die nichts weiß... David, kann ich irgendetwas für Sie tun? Nein, ich brauche nichts. Bist du dir sicher, dass du nichts brauchst? Ja, wie es aussieht, schon. Hier steht auch kein Mehl mehr, was wir jetzt mitnehmen können. Das ist auch toll. So, dann gehen wir jetzt runter. Und werden nochmal unser Glück an dem Computer hier versuchen. So, ich kann es ja nochmal so versuchen, weil ich wirklich echt der Meinung bin, das eine, das war ja Sitzung 3, da bin ich mir fast sicher, dass das 11.35 Uhr war. Keine Daten von Samantha. Okay, klar, die war ja nicht da. Aber es passiert rein gar nichts. Ich kann jetzt alles mal eben durchgehen. 33, aber das war 35. Ist natürlich auch eine tolle Methode, hier einfach alles einmal anklicken. Aber ich habe echt keine Ahnung. Da. Was? Wie da? Da! Der aktive Bereich liegt in der hinteren Hälfte des Gehirns. Das ist der Bereich, der mit Träumen assoziiert wird. Sie ist eingeschlafen. Sie ist eingeschlafen? Ich bin mir nicht sicher, welcher Teil des Gehirns das ist. Zu niedrig für die Sehrinde und zu weit rechts für den Hypothalamus. Ah, okay. Jetzt müssen wir bestimmt das hier benutzen. Ich bin mir nicht sicher, welcher Teil des Gehirns das ist. Zu niedrig für die Sehrinde und zu weit rechts für den Hypothalamus. Okay. Angela hatte direkt vor der Störung eine Aktivität in ihrer Massa Intermedia. Das ist merkwürdig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch weiß, welche Funktion dieser Bereich hat oder ob er überhaupt irgendeine Funktion hat. Ich habe mal gerade eben nebenbei mitgeschrieben, Massa irgendwas, das konnte ich mir jetzt leider nicht merken. So, das haben wir also schon mal. Ob wir das andere auch so hinkriegen? Also, es war 3 Uhr, als die sich treffen wollten, oder? Was ist denn... Ich meine, es war wirklich 3 Uhr, dass die sich treffen wollten, weil die haben ja diesmal eine neue Zeit ausgemacht. Jetzt ist nur die Frage, bis wie weit geht das hier? Okay. Da können wir jetzt, ich meine, wir können jetzt alles versuchen, aber ich fange mal bei 4.30 Uhr an und gehe dann weiter, weil sonst müssen wir hier einmal ganz durchgehen und so ist die Chance ja 50-50. Nein,
Nein, nein. Da. Da! Ey, das hat ja jetzt... Ey, das hat ja gut geklappt. So. Angela hatte direkt vor der Störung eine Aktivität in ihrer Massa Intermedia. Angela hatte direkt vor okay, der... Okay, aber was genau bedeutet das? Massa Intermedia? Angela hatte direkt... Sind wir jetzt so weit hier fertig, sodass wir uns nur noch mal durchlesen sollten, was denn überhaupt Massa Intermedia ist? Anomalie. Okay. Dann gehe ich jetzt einfach noch mal ins Privatlabor. Die Angela also. So, so. Die war das auch hundertprozentig. Auch wenn ich gerade noch nicht weiß, warum genau. Ob sie den Typen einfach toll findet, ihm nah sein wollte, seine Frau sein wollte, wie auch immer. Oder ob die einfach Knall hat. So, eigene Dateien, die Kraft des Gehirns. Ich will dieses Diagramm mit dem Gehirnscan aus dem Experiment vergleichen. Dazu muss ich es mit rübernehmen. Das haben wir schon getan, mein Lieber. So, Massa... Intermedia haben wir gar nicht. Befindet sich oberhalb, okay. Hier steht auch nichts darüber. Erster Linie auf das... Ach, Moment. Mal eben gucken. Massa Intermedia. Ist genau da. Okay. Ich lese hier gerade nichts von Massa Intermedia, aber... Genau, das Hirn wird ja nämlich auch unterteilt und das hier ist damit ja wahrscheinlich gemeint. Okay. Aber er hat es ja jetzt schon mit rübergenommen, also... Das haben wir komplett, das haben wir auch komplett. Wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt? Können wir vielleicht nochmal versuchen, sie anzurufen? Ich meine, sie hat ja schließlich das Handy dabei. Und das ist ja von der Miss Dalton, das weiß er ja. Gehe ich mal von aus. Ah, er nimmt auf jeden Fall schon mal das Telefon. Das verdammt, Samantha geht nicht ran. Das ist natürlich doof. Okay, jetzt haben wir da auf jeden Fall schon mal 3%. Wo ist sie jetzt? Das heißt, wir müssen irgendwie darauf kommen, dass sie in London beim Daedalus Club ist. Und jetzt können wir auch hier hin. Das ist schön. Ah ne, da konnten wir ja vorher auch schon hin. Klar, da waren wir doch im Speisesaal. Oh. Weiß irgendjemand, wo Samantha steckt? Nein. Wir haben auch schon nach ihr gesucht. Dr. Stiles, was da im Speisesaal passiert ist, hat doch nichts mit uns zu tun, oder? Ich weiß es nicht. Hören Sie, weiß eigentlich irgendjemand von Ihnen irgendwas über Samantha? Ich habe es Ihnen bereits gesagt, Dr. Stiles. Sie ist keine Studentin. Ja, aber das kann doch gar nicht stimmen. Warum sollte sie uns alle anlügen? Weil sie ganz schön gerissen ist. Sie ist so hinterhältig, dass sie eigentlich nur für das Jurastudium in Frage kommt. Aber würde sie Jura studieren, wüsste ich's ja wohl. Hat irgendjemand von Ihnen Informationen über Sam? Zum Beispiel, wo sie herkommt? Kannte jemand von Ihnen Samantha vor dem Experiment? Nein, aber wir kannten uns ja auch nicht. Und trotzdem heißt das noch lange nicht, dass wir hier nicht studieren. Sie hat meinen Studentenausweis geklaut. Ich werde dieses Miststück umbringen. Versteht ihr denn nicht? Sam ist vielleicht gefährlich, wenn sie uns in dieser Sache angelogen hat. Wer weiß, zu was sie sonst noch fähig ist. Und diese Sache mit der Zauberei. Also ich find's nicht gerade richtig, dass sie Leute austrickst, die nicht mal wissen, dass sie eine Zauberin ist. Was? Sam ist eine Zauberin? Also eine Zauberkünstlerin? Mit Karten und... Kaninchen. Ja, und sie ist ziemlich gut. Sie hängt oft im Black Wand rum, dem Zauberladen in der St. Aldate Street. Gut, hören Sie.
reden Sie mit niemandem über das Experiment. Zumindest so lange nicht, bis ich mich wieder bei Ihnen gemeldet habe. Ich muss los. Telefon. Hallo? Hier spricht Rose Hall vom Jugendamt Virginia. Sind Sie Dr. David Stiles? Ja, aber ich habe schon mit jemandem bei Ihnen gesprochen. Ja, das war meine Assistentin und Sie haben dafür gesorgt, dass sie in Tränen ausgebrochen ist. Hören Sie, ich bin schon seit 10 Jahren für Sam zuständig. Was auch immer dieser Mistkerl von einem Psychiater geschrieben haben mag. Sie ist auf keinen Fall ein schlechtes Kind. Sie hat innerhalb von 5 Jahren bei 5 verschiedenen Familien gelebt. Und ja, das hat natürlich Spuren hinterlassen. Aber sie ist sehr intelligent und außergewöhnlich begabt. Ich wollte sie dazu bringen, zu studieren, aber sie hatte andere Pläne. Mittlerweile habe ich von ihr Postkarten aus der ganzen Welt erhalten. Es gehört ganz schön viel Mut dazu, auf eigene Faust die Welt zu erkunden. Steckt Sam in irgendwelchen Schwierigkeiten? Ich befürchte, ja. Können Sie mir etwas darüber sagen? Nicht, bis ich alle Fakten kenne. Aber trotzdem danke für Ihren Anruf. Eine Frage hätte ich noch. Ist Sam eine Zauberkünstlerin? Oh ja, und was für eine. Ich gehe fest davon aus, dass Sam eines Tages im Rampenlicht stehen wird. Oder besser gesagt Lady Byron. Das ist ihr Künstlername. Ich verstehe. Sie haben mir sehr geholfen. Danke, Mrs. Hall. Ach, das ist ja nett, dass sie jetzt noch angerufen hat und noch mehr Infos ausgeplaudert hat. So, wir können doch bestimmt jetzt ins Zentrum von Oxford. Und ich bin sehr gespannt, ob er da mit dem Mephistopheles reden kann und vor allem, was der uns zu sagen hat. Und warum sind hier so wenig Leute, die den David sehen? Die sollen den doch alle sehen und total verwundert sein, dass der jetzt endlich mal seit Jahren wieder draußen ist. Und das alles nur, ja, eigentlich nur für Sam. Klar, und um zu erfahren, was da hinter diesen Vorfällen steckt, aber trotzdem... Also er und Sam, vielleicht könnte das ja noch was werden. Oh, da hängt ein Poster und das ist wahrscheinlich von ihr. Lady Byron, Sondervorstellung heute Abend, Daedalus Club, London. Jetzt weiß ich ja, wo ich Miss Everett finde. Pech für sie. Nehmen wir einfach mal mit. Das ist sehr schön. Kommen wir denn da auch... Oh. Die Auskunft, was kann ich für Sie tun? Ich brauche die Adresse des Daedalus Clubs in London. Tut mir schrecklich leid, aber ich finde dazu keinen Eintrag. Danke. Tja, so einfach ist das nicht, die Adresse raus. Clubs in London können so lächerlich geheimnistuerisch sein. Ich brauche jemanden, der an eine Privatadresse rankommt. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wen ich fragen muss. Der Einzige, der mir da einfällt, ist er hier. Aber von hier kommen wir nicht rein. Geschlossen. Er weiß auch schon, wen er da fragen muss. Ach, Moment. Vielleicht kann ihm ja der Polizist hier weiterhelfen. Deshalb hat er extra gesagt, an eine Privatadresse. Damit man auch weiß, es handelt sich um eine private Angelegenheit, um eine private Sache, an die einfach mal nicht jeder rankommt. Aber der Polizist natürlich. Der Detective. Detective? Ja? Ich brauche ein paar Informationen. Haben Sie schon mal von einer Einrichtung namens Daedalus Club gehört? In London? Warum? Ich brauche die Adresse. Es ist sehr wichtig. Und warum rufen Sie nicht einfach die verdammte Auskunft an? Die verdammte Auskunft habe ich bereits angerufen. Sie haben die Adresse nicht. Ich dachte mir, vielleicht hat die Polizei schon mal davon gehört. Einen Moment. Ich komme hier mit dem Fall ja eh nicht weiter. Ja, wenn man die ganze Zeit nur rumsteht und guckt, ist klar, dass man nicht weiterkommt. Sie hatten recht. Steht nicht im Telefonbuch. Muss so etwas wie eine geschlossene Gesellschaft sein. Hier haben Sie die Adresse. Vielen Dank. Sie melden sich, falls Sie irgendetwas erfahren, ja? Selbstverständlich. Natürlich, natürlich. So, haben wir jetzt... Ach,
das ist das Poster. Okay, dann ist wahrscheinlich die Adresse direkt hier drauf. Wir können endlich zum Daedalus-Club. Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut, es ist ja schließlich ein geheimer Club. Da ist ein Café. Ich gucke mich hier gerade nur mal um, ob hier vielleicht noch irgendwas anderes ist. Daedalus Club, öffentliche Bar. Sonst nichts mehr. Kommen wir erstmal da rein. Ein Café? Das kann nicht der Privatclub sein, den ich suche. Achso, dann natürlich hier rein. Boah, ich freue mich jetzt voll. Können wir endlich in den Daedalus Club? Cool. Hier ist ein Gentleman an der Tür, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich bin hier, um die Vorstellung zu sehen. Haben Sie eine Einladung? Ein Erkennungssymbol vielleicht? Ich habe Geld. Das sollte in der Unterhaltungsbranche eigentlich reichen. Ach, bedauere, aber das ist ein Privatclub, Sir. Geld reicht in diesem Falle nicht aus. Na, super. Ich muss ihm etwas zeigen, damit er mich reinlässt. Aber was? Nun, ein Bild vielleicht. Ich bin gekommen, weil ich mir den Auftritt von Lady Byron ansehen will. Sie ist eine Freundin. Oh, jetzt verstehe ich, wie dumm von mir. Bitte, kommen Sie doch heran. Okay, also einfach nur das Poster zeigen. Dr. Stiles. Ach, das ist sehr freundlich. Vielen Dank. Schöner Abend, was? Ja. Soll heute eine gute Vorstellung werden. Interessant wird sie auf jeden Fall. Lady Byron? Alle hier sind schon ganz gespannt. Es heißt, sie habe eine meisterhafte Inszenierung in Oxford laufen. Was für eine Inszenierung? Eine meisterhafte Inszenierung. Und meisterhaft muss sie schon sein, um hier im Club aufgenommen zu werden. Eine Straßenkünstlerin, wissen Sie. Aber nach allem, was ich gehört habe, scheint sie wirklich gut zu sein. Warten Sie. Meine Damen und Herren, als erste Attraktion des Abends präsentiere ich etwas Aufregendes, Unverbrauchtes. Diese junge Künstlerin erobert das erste Mal unsere Bühne. Lassen Sie sich verzaubern, entführen und begeistern von Lady Byron. David, ich meine Dr. Stiles. Sie sind wirklich gut, aber leider wird Ihre Inszenierung nicht wie geplant funktionieren. Was? Hören Sie, ich hätte Ihnen von meiner Zauberei erzählen sollen, aber ich habe mit den Vorfällen nichts zu tun. Wie haben Sie überhaupt, ich meine, woher wissen Sie... Das spielt keine Rolle. Ich weiß es. Und das war's. Ich verstehe, wie das für Sie aussehen muss, aber ich weiß, wer hinter der Inszenierung steckt. Wenn Sie mir zuhören, dann... Ach ja, und Sie sind Studentin St. Edmund Hall für englische Literatur. Ich muss zugeben, Sie waren clever. Sie haben sogar die Halskette meiner Mutter aufgetrieben, nur um die Stelle zu kriegen. Das Lustige ist, dass tatsächlich etwas in meinem Haus vor sich geht. Und da kommen Sie mit Ihren lächerlichen Streichen auf der Laufbahn und in der Schwimmhalle. Lächerlich? Wissen Sie überhaupt, wie komplex diese Streiche waren? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Hören Sie auf zu lügen, Sam. Ich habe beim Jugendamt angerufen und einiges über Sie herausgefunden. Ich könnte fast Mitleid haben, wenn Sie nicht versucht hätten, mein Leben zu ruinieren. Und zum heutigen Vorfall. Sie können froh sein, dass niemand getötet wurde. Haben Sie nicht daran gedacht, dass es Verletzte geben könnte? Oder waren Sie so geblendet von Ihrem großen Debüt? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden.
ihr ganzes Potenzial. Nur um in einen gottverdammten Zauberclub aufgenommen zu werden. Ich weiß, dass Sie mir kein Wort mehr glauben werden, aber alles, was ich wollte, war Ihnen zu helfen. Mir helfen? Warum sollten Sie? Ich will, dass Sie bis morgen früh mein Anwesen verlassen haben. Dann sehe ich vielleicht von einer Anzeige ab. Ich will Sie nie wiedersehen.